Herzlich willkommen zurück zu einem weiteren Video hier heute auf unserem Kanal, sofort und gleich. Hey Leute, Epic Games hat uns in das Supporter Creator Programm aufgenommen und nun haben wir unseren eigenen Creator Code. Wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann klickt im Item Shop unten rechts in der Ecke auf Supporter Creator, klickt dann auf Annehmen und schon unterstützt ihr uns kostenlos. Denkt daran, dass ihr alle 2 Wochen den Creator Code neu eintragen müsst und jetzt würde ich sagen, viel Spaß mit dem Video. So Leute, Tour Building ist zurück im Spiel und es ändert trotzdem nichts an der Tatsache, dass Epic Games sich bei mir einen sehr schlechten Punkt ergattert hat, also wirklich super, super schlecht. Dass sie so weit gegangen sind, ist, was soll man dazu sagen, egal also, ob sie jetzt reverted haben oder nicht. Ich habe schon zu mir sofort gesagt, ich meine, das ist ungefähr so, als würdest du eine Atombombe nehmen und würdest die dann direkt auf das Spiel draufschmeißen, weil du alle Game Modes damit zerstörst. Ja. Auch normal Community Games im Kreativmodus. Zone Wars oder sonst irgendwas, alles, weil jeder, selbst die Noobs, ich musste sie ja auch schon trainieren mit dem Herrn sofort, die 90s, ja. Und wenn dann plötzlich keiner mehr, selbst die Noobs, keiner mehr es machen kann und auch nicht in den Kreativmodi und da nicht mehr und hier nicht mehr. Also das ist so ziemlich das Schlimmste, was sie hätten machen können. Aber da haben sie wenigstens jetzt mal schnell reagiert, aber ich befürchte, dass trotzdem mega viele Leute dieses Spiel gequittet und dazu haben, diese Aktion. Und dazu bringt trotzdem bringt's halt fast nichts, weil Max sind immer noch da, was man dazu sagen. Viele Leute haben jetzt, keine Ahnung, mal wieder ein Feeling von einem anderen Spiel bekommen. Ich meine, man hat es ja gestern auf Twitch gesehen, da wurde ja nur Minecraft und World of Warcraft gestreamt. Und da war kein Fortnite. Da waren vielleicht 10 Streamer, die oder 20 Streamer, die Fortnite gestreamt haben. Ja, ist ja immer noch relativ viel, 20 Stück. Ja, und bei den anderen waren es mehr als, keine Ahnung, wie viele. So, aber jetzt kommen wir zum Shop. Ja, und zwar haben wir heute einen neuen Emote drin. Wir fangen aber trotzdem an mit der linken Seite. Und zwar fangen wir an mit dem Nachtglanz. Finde ich ganz nice. Kriegt von mir 7 von 10. 7 von 10? V-Bucks. Von mir kriegt die... Acht von 10. Klick mal bitte dann auf die Stilvorschau. Ja, 3,7745 bei 35 Wars, war es am 21. Juni 2019 im Shop gewesen, seitdem 4 Mal und 60 Reminders. Zeig mal das Backpack, das habe ich nämlich gar nicht gesehen. Jo, dann. Das Backpack? Ja. Dann kommen wir gleich auch schon Geister, zum Spaltlicht. Und das Spaltlicht bekommt von mir, wie viel bekommt es denn von dir, Spaltlicht? Auch 7 von 10. Auch 7 von 10. Mhm. 4,25 und 5 bei 16 Wars war erstmal am 21. Juni 2019 im Shop gewesen. Seitdem 4 Mal und 7 Reminders. Essence. Essence auch 7 von 10. 7 von 10 kriegst du von dir. Essence kriegst 7 von 10. 8 von 10. 4,365 bei 11 Votes, zum ersten Mal am 21. Juni 2019 im Shop gewesen, seitdem 3 Mal und 12 Reminders, das war's von dem Set. Dann kommen wir zu dem Sonnen. Die Sonneneruption. Achso, die Sonneneruption. Für 15 V-Bucks, ja, auch 7 von 10. Von mir 9 von 10. 3,225 bei 32 Votes, zum ersten Mal am 21. Juni 2019 im Shop gewesen, seitdem 4 Mal und 11 Reminders. Strahlende Axt. Strahlende Axt finde ich jetzt nicht ganz so gut. 6 von 10 für 500 V-Bucks. 6 von 10? Mhm. 7 von 10. 3 von 5 bei 5 Votes. Zum Beispiel am 21. Juni 2019 im Shop gewesen. Seitdem 4 Mal ein Reminder. Kern. Core. Finde ich ziemlich cool. Kriegt von mir 8 von 10. 9 von 10. 4,125 bei 17 Votes. Zum Beispiel am 21. Juni 2019 im Shop gewesen. Seitdem 4 Mal ein Reminder. Federgleiter. Federgleiter, den finde ich cool, da kriegt von mir 10 von 10. 10 von 10? Mhm. Der bekommt für 10 von 10? Mhm. Kann ich ihm leider nicht geben, ich gebe dem 8 von 10. 4,155 bei 10 Votes, zum ersten Mal am 21. Juni 2019 im Shop gewesen, sind 3 Mal und 4 Reminders. Lace ist schlecht. Wobei hinten das Backpack finde ich ganz, ganz cool. Ne, ja, das ist ja ein Bär. Ja. Ne, machen wir mal Bären hier, Psycho, Bär. Guck mal, Bär. Bär, guck mal, Bär. Magst du keine Bären? Bist du unfreundlich zu anderen Bären? So, ja. Also für 1500 V-Bucks der Dämmerbär. Lace. Ja, Dämmerbär kriegt von mir 9 von 10. Ja, Lace von kriegt von mir 4 von 10. Also lande ich irgendwo bei 4 6, von 10. 6 von 10. 4 von 10. Okay, ich finde die schon. 3,535 bei 89 Votes und ist am 13. Januar 2019 im Shop gewesen. Seitdem 7 Mal 109 Reminders. Paradox, wie auch immer. Paradox
finde ich. Das ist 6 okay, von 6 10. von 10 maximal. 2,9125 bei 69 Votes. Und erst beim 13. Januar 2019 im Shop gewesen. Zudem 8 mal ein 11 mal das. Die Allsicht-Ticke für 800 V-Bucks. Ja, 6 von 10. 8 von 10. Eine Benotung von 4,03 von 5 bei 75 Votes zum ersten Mal am 13. Januar 2019 im Shop gewesen, seitdem 7 Mal und 289 gemeint. Equilibrium für 500 V-Bucks kriegt von mir 5 von 10. So richtig toll, ja! 5 von 10. Von mir auch. 2,9655 bei 26 Votes, dann am 13. Januar 2019 im Shop gewesen, seitdem 7 Mal und 5 Reminders, dann war es von mir im Set, dann kommen wir zum Psycho-Paket, also. Ja, den hatten wir gestern schon drin gehabt, da oben rechts verlinkt. Dann gucken wir uns einfach nur jetzt die Benotung an. Wie hat sich denn der entwickelt? Der hat sich entwickelt zu 103,63 von 5 bei 19 Votes und einem Reminder. Dann der Bräunungsspezialist. Der Bräunungsspezialist bekommt von mir. Da gab es aber noch mehr Items bei dem, oder? Nein, nur die Picke. Achso, okay. Bräunungsspezialist für 15 V-Bucks finde ich nicht toll, kriegt von mir 4 von 10. 3 von 10. 3,62 von 5 bei 26 Votes, war das mal am 29. Juli 2018 im Shop gewesen, seitdem 8 mal 18 Reminders. Scorpion. Das ist für mich der richtige Wüstendominierer-Skin, gibt es ja diesen anderen da. Für 800 V-Bucks kriegt von mir 8 von 10. 4,175 bei 69 Votes, das war am 28. August 2018 im Shop gewesen. Ist dann eben 16 Mal und 108 Reminder. Strandwelle ist mega, das ist also mega geil. So 10 heftig. Von 10. 10 von 10 von mir kriegt, ja, auch 10 von 10. Für 700 V-Bucks. 4,655 bei 15 Votes, das war am 8. Juli 2019 im Shop gewesen. Ist dann eben 3 Mal und 11 Reminder. Unendlicher Depp. Unendlicher Depp finde ich nicht ganz so toll. Kriegt von mir 7 von 10. 8 von 10. 4,1555 bei 59 Votes, das war am 6. Juli 2018 im Shop gewesen, seitdem 15 Mal und 112 Reminders, Fork und Knife. Fork und Knife, und gibt's eine Stilvorschau? Oh. Wow. Einfach nur von rechts nach links. Nein, Fork. Wow. Kriegt von mir. Kriegt von mir. 6 von 10. Also habe ich dann doch lieber den Bratwender da, dieses Bratbesteck. Grillbesteck. So, für 500 V-Bucks, nö, kriegt von mir 5 von 10. 3,4155 bei 17 Votes, das war am 15. Juni 2019 im Shop gewesen, sei eben 3 Mal und 35 Reminders. Dann kommen wir auch schon zum neuen Emote. Simo Lama tanzen für 500 V-Bucks. Kommt ja mal richtig Mucke noch hinten dran. Mega cool, gibt von mir 9 von 10. 8 von 10. Es hat noch keine Benotung und zwei Reminders. So, jetzt bewerten wir unseren Shop. Und dem Shop gebe ich ein Love It eigentlich. Das ist ein guter Shop, dem gebe ich ein Love It. Ehrlich? Ja. Wie viel gibt's, was gibt's in dem? Ich hätte dem in jetzt mehr gegeben. Ja, dann, einige werden es auch auf Love It. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare, checkt unser gestriges Video ab. Bis dahin und rein und tschüss.